Moin Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge Alice Edelbach. Ja, also zwischen der letzten Folge und der Folge jetzt habe ich einen Anruf gekriegt und der Mechaniker ist jetzt schon wieder hier, weil er war auf Urlaub. Und er hat gesagt, dass er mir was hingestellt hat auf dem Hof. Ein Traktor, einen alten, den meine Großeltern ihm gegeben haben und gesagt haben, wenn ich herkomme, dass ich den halt krieg. Und genau dort fahre ich jetzt hin. Mit Anhänger natürlich. Und ja, ich hoffe, er passt da drauf, aber müsste eigentlich genug Platz sein. So, ich fahre mal die Strecke. Ich will mir hier das Wörtchen noch genau anschauen. Und ja, das machen wir, glaube ich, nachdem wir nachdem wir den Traktor abgeliefert haben zu Hause und einen Stellplatz gefunden haben, schauen wir dann. Und ja. Ich muss halt schauen, weil hoffentlich bleibt es auf dem Anhänger drauf oder beziehungsweise kann man festspannen den Traktor. Ich weiß ja noch nicht, welcher das ist. Das sehen wir jetzt gleich direkt. Und ja. Ah, den Gabelstapler fahre ich mal weg. Ah, das wird er wahrscheinlich sein. Ja. Sonst sehe ich hier keinen Charakter, den so ein richtiger Oldtimer, meine ich. Dann fahren wir noch schnell. So. Damit wir direkt losfahren können. So. Das sind automatische, sozusagen. Und ja. Immer fahren lassen. Passt der da drauf? Auf die zwei. Ja.
So. Jetzt haben wir den wieder ein. Das habe ich mir schon gedacht, aber trotzdem schadet es ja nicht. Ja. Schau mal. Der hängt schon ein bisschen durch. Schau mal, ob er nicht runterfällt. Ja. Ich muss sowieso noch einen geeigneten Platz dafür finden. Aber ich glaube, ich habe da noch nicht direkt auf dem Hof, sondern neben meinem Hof eine alte, ja, eine alte Halle. Und ich glaube, die gehört auch noch mir. Muss ich mal schauen. Und ja, dort kann ich wahrscheinlich abstellen. Wenn ich auf dem Hof wirklich gar keinen Platz habe. Aber ich würde den echt gerne auf dem Hof haben. Also ich würde den halt. Ah, da ist das Elu. Okay. Ich würde den halt in die große Halle stellen, wo meine drei Traktoren auch schon drinnen stehen. Weil ich meine, dahinter ist noch viel Platz. Und den muss ich ja nicht jeden Tag fahren. Der ist nur Erinnerungsstück an meine Großeltern. Und ja. Ich überlege gerade, soll ich von. Nee, ich fahr von vorne ran. Weil dann muss ich nur noch zurückschieben. Ja. Gut. Ja, in dieses Waldstück, in das Waldstück können wir auch reinschauen, weil das gehört ja auch mir. Das große da. Da würde ich gerne mit dem Traktor halt hinfahren, weil mein Auto. Ja, ist halt nicht so, weil das will ich eher für die Straße haben oder für ein bisschen Gelände, aber im Wald würde ich gerne mit dem Traktor fahren. Oh. Muss ich sowieso noch vorkommen.
Stellen der Welt dorthin. Alles passt schon. Stellen wir den auch wieder da so hin. Es sind schon richtig viele Reifenspuren, das muss ich mal weg. Kann ich denn irgendwo hier ein Stellchen halt da? Es passt schon so. So, dann fahren wir mal. Egal, wir nehmen einen anderen. Welchen sollte ich nehmen? Vielleicht den? Nehmen wir den. Ich finde eh, dass schon liege, weil der ist halt. Ja, wegen Forstarbeiten halt, aber ich den jetzt immer nehmen. Aber nee. Kettensäge habe ich eh immer mit. Passt schon. So, was ich euch noch zeigen kann. Das ist der Hof von meinem Nachbarn. Ich glaube aber, der verkauft bald. Und ja. Vielleicht. Mit dem finde ich schon ein bisschen cooler. Also vielleicht TRT. Oder ich weiß nicht. Ja, der ist schon cool. Hat er einfach das sehen. Egal. Ich zieh nicht her. So, 18. Ich schau kurz auf die Uhr. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. 10 Minuten haben wir noch. Ja. Machen wir noch schnell im Wald und schauen, welche Bäume die gefällt werden müssen. Aber das sehe ich eh schon 2, 3.
Würde ich aber auch jetzt direkt fehlen, ich meine. Egal, man kann es halt dann später. Oh. Genau auf dem Weg. Super. Aber dafür, dass er jetzt jetzt sagen, die Stücke braucht man nicht. Und die ist auch nicht. So. Schauen wir mal, ob der das aushält. Ob er darüber kommt oder ob er es wegschiebt. Echt gut. Wo ist denn der andere? Da. Der ist wenigstens nicht im Weg. Oder ist er auch auf den Weg gefallen? Ich hoffe mal nicht. Achso, da ist der letzte. Hä? Ja, wenn ich ihn so sehe, ja. Ich hoffe, den finde ich dann noch. Aber erstmal entarsten. So. Ja, Leute, ihr fragt euch sicher, warum ich jetzt die ganze Zeit Bäume fälle. Und das hat den Grund, dass ich nicht keine Feldarbeit machen kann, weil halt ich schon angesät habe, zumindest das LU hat schon angesät und alles gemacht. Jetzt warte ich, bis die Felder reif sind, und dann kann ich was anderes machen. So. Sehe ich hier noch irgendwo? Ja, da hinten, aber den will ich jetzt nicht fällen.
Fahren wir einfach da irgendwo aus. So, tanken sollte ich wieder mal. Aber ich habe ja Gott sei Dank, hoffentlich funktioniert der noch. Eine Tankstelle hier auf dem Hof. Diese. Spritpreise werden auch immer teurer. Jo Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da bleibt mir nur eins zu sagen. Bis dann. Bleibt schlau. Ciao, ciao.